Die große Bühne gibt es heute bei mir. Ich habe einen Mann bei mir, der eines der größten Theater in Baden-Württemberg verantwortet und viele schöne Geschichten mitbringt über 750 Menschen, die in dieser kleinen Stadt arbeiten, über die neuen Pläne für das neue Badische Staatstheater. Bei mir ist der aktuelle kaufmännische Direktor des Badischen Staatstheaters, demnächst ist er kaufmännischer Intendant, Johannes Graf Hauber, jetzt bei mir. Heute ist es eine große Bühne hier in der Martin-Wacker-Show, denn ich habe den Mann, der mitverantwortlich ist für eines der größten Theater in Baden-Württemberg, es ist das Badische Staatstheater, und bei mir ist, ich muss es genau vortragen, der geschäftsführende Direktor Johannes Graf Hauber. Johannes, wir kennen uns lange, wir duzen uns, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein, danke für die Einladung. Sehr gerne. Johannes, ich habe es gesagt, du bist noch geschäftsführender Direktor, bald gibt es aber eine Intendanten-Doppelspitze in Karlsruhe, erklär uns das. Man kann es so ein bisschen nennen, genau. Ich bin vor 8,5 Jahren nach Karlsruhe gekommen, ja, als kaufmännischer Direktor. Und dann hat sich so in gewissen Prozessen des Wandels dann ergeben, 2018 zum geschäftsführenden Direktor neben dem Generalintendanten. Und wir haben eine Interimsphase, die jetzt zu Ende geht, mhm, und dann eine Dreierspitze. Und die besteht eigentlich aus einer Zweier-Doppelspitze Intendanz sozusagen. Mhm. Und somit gibt es einen Intendanten, der das künstlerische im Kern verantwortet, und einen sogenannten kaufmännischen Intendanten. Diesen Titel darf ich dann ab September tragen. Also da Intendant hat ja auch, finde ich, im Klang schon etwas, dass man auch die künstlerischen Belange sich genau anschaut, oder interpretierst du den Intendanten tatsächlich auf die kaufmännische Sicht dann tatsächlich? Also deshalb auch diese Ergänzung. Mhm. Es gehört zu meiner Jobbeschreibung. Letztendlich steckt der geschäftsführende Direktor da drin, genau das organisatorisch, rechtlich, finanzielle, kaufmännische, das ist schon mein Fokus. Allerdings, ich interessiere mich schon für die Kunst und die Inhalte, die da auch passieren. Und dort bringe ich mich dann so ein, wo es angemessen ist, in einem Teamgedanken in der Theaterleitung. Wir wollen natürlich über dich als Theatermenschen noch sprechen. Du hast schon gesagt, du bist ein Theatermensch, und über das, was ansteht im Badischen Staatstheater, viele Veränderungen, auch bauliche Veränderungen. Also wir haben viele Themen heute, aber jetzt wollen wir dich persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Bei meinen 10 Fragen in hoffentlich 60 Sekunden, dein Sternzeichen. Löwe. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Geht ins Rote. Geht ins Rote. Hast du ein Haustier? Ja, 2 Schildkröten. Hoppla, das habe ich selten. Schildkröten, sehr schön. Welches Poster hing bei Johannes Graf Hauber im Jugendzimmer? Das war ein altes Poster der Fußballnationalmannschaft von 1974, mhm, aus dem Endspiel, genau. Sehr die gut. Elf. Die Elf des Endspiels mit den Torschützen. Beckenbauer, Meier, Schwarzenbeck, Müller. Gab es ein erstes Vorbild? War das auch ein Fußballer? Tatsächlich, also auf der einen Seite war das ein Fußballer mitunter. Ja. Ich war Torwart, und mhm, daher gab es damals in den 80er Jahren Toni Schumacher, mhm, war da ein ziemlicher, mhm, Bringer, sage ich jetzt mal so. Aber ansonsten eben von der Schauspielerei her, die mich ja ein bisschen, mhm, angesteckt hat, tatsächlich, da gab es dann aber einige, muss ich sagen. Mhm. Also ältere und auch jüngere in der Jugendzeit war das damals River Phoenix beispielsweise. Mhm. Aber da könnte ich auch noch einige aufzählen. Eins reicht mir. Deine erste selbstgekaufte Schallplatte, Johannes. Das müsste die erste Platte der Fanta 4 damals gewesen sein. Okay. Hatte die einen extra Titel? 4 ist die, glaube ich. Die war doch nur 4, ne? 4, ja. Genau. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, außer jetzt Theaterdrehbücher oder... Dadurch, dass ich das künstlerisch nicht so arbeite, lese ich gar nicht so viele Drehbücher und Texte. Das war Warum wir schwimmen von Bonnie Tsiu. Okay. Dein Lieblingsurlaubsziel? Berge. Und Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Wie ist der kaufmännische Direktor kulinarisch? Da ich einfach sehr, sehr gerne esse, beides. Okay. Schöne Antwort. Und gibt es eine Hausmannskost, die für dich, für deine Herkunftsregion typisch ist? Tatsächlich. Also ich esse wirklich gerne Linsen mit Spätzle. Johannes, du hast vorhin gesagt, ja, das Kaufmännische steht im Vordergrund, aber du bist auch ein künstlerischer Mensch. Und die Liebe zum Theater hast du relativ früh entdeckt. Die habe ich wirklich sehr früh entdeckt. Und zwar jetzt sind es dann bald 40 Jahre. Mhm. Da habe ich nämlich
tatsächlich den Josef im Krippenspiel gespielt. Die schönste Rolle für einen Kerl. Das hat meine Mutter immer erzählt, und das habe ich anscheinend mit so einer Hingabe gemacht und einer Ernsthaftigkeit, dass das schon damals zu erkennen war. Und dann immer wieder, Schule ist da einfach wirklich genau das. Trägt Ding, einen. Das trägt einen in der Theater AG, bis zu Musical-Produktionen, auch mal ein bisschen Operette hat sich dann damals ergeben über eine freie Gruppe. Und irgendwann, kriegt man dann den Theaterpreis auch noch, und dann kommt mal die Frage, studiere ich vielleicht dann doch in die Richtung, will ich Schauspieler werden oder sowas? Da muss ich aber sagen, ich habe es ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber habe es dann verworfen und habe dann doch eher eine zuerst juristische und dann kaufmännische Richtung eingeschlagen und habe aber das Theater nie losgelassen und habe einfach dann selber Theater gemacht, sprich einen Verein gegründet vor zwischenzeitlich 22 Jahren. Ja, lass uns auf den Theaterverein eingehen. Ein Theaterverein, der sich darum gekümmert hat, ein Theater am Leben zu halten. Was hat dieser Verein genau gemacht? Also das war in der Weise eigentlich tatsächlich eine Idee. Ich wollte in einer schönen, meiner Heimatstadt auf der Ostalb, dort wollte ich tatsächlich ein Stück auf die Bühne bringen. Die Frage, wie? Es gab dort einen Theaterverein, aber da waren die Strukturen dann doch nicht irgendwie so. Und ich wollte da vorangehen. Da gibt es eine Kulturinitiative, mit denen dann auch in der Abstimmung haben wir dann gesagt, bringen wir auf die Bühne im Sommer als Freilicht, so war es geplant, auf Schloss Ob Ellwangen, um konkret zu sein. Und dann ist daraus eine Struktur geworden, organisatorisch musste das gemacht werden. Und da kam vielleicht dann schon ein bisschen der geschäftsführende Direktor schon raus und der kaufmännische Intendant. Ich spielte selber mit, musste es organisieren, und ich habe das auch als Projektarbeit während des Studiums mal so nebenbei gemacht und dann eben dort eine Theatergruppe gegründet, die richtig schön angewachsen ist und die auch bis zum heutigen Tag noch am Leben ist, obwohl ich dort schon lange nicht mehr bin, weil ich dann irgendwann mal eingeschlagen habe, mein Hobby zum Beruf zu machen, meine praktisch professionelle Linie. Das war 2006. Und da habe ich dann einfach mal gescannt, was gibt es denn so, und habe in Nürnberg eine Position entdeckt, Referent des geschäftsführenden Direktors. Und das Profil, das sprach mich wirklich komplett an. Und habe gedacht, ach, ich versuche es einfach mal. Und wurde da dann tatsächlich genommen von einem geschäftsführenden Direktor, der da gleichzeitig dann praktisch angefangen hat. Und als ich ihn damals mal fragte, wieso haben Sie mich genommen? Ich habe doch gar keine direkte professionelle Vorerfahrung. Und da sagte er, genau das war der Grund. Liebe zum Theater, Interesse, die richtigen Fragen stellen, hinterfragen, das ist genau auch die Voraussetzung für den Job. Und dann ging es dort dann weiter. Johannes, bevor wir weiter auf die Station eingehen, lass mich nochmal bei diesem Engagement fürs Theater im Ehrenamt bleiben. Ich stelle ja oft fest, dass diese Liebe zum Theater einen zu Unmöglichem antreibt. Man macht das Unmögliche möglich und man lernt ganz viel in der kleineren Kultur, die sich exakt auf die große Kultur übertragen lässt. Wie viel von dem, was du heute in einem der größten Theater in der Bundesrepublik machst, hast du damals schon gelernt im Ehrenamt im Kleinen? Letztendlich zu verstehen, dass Theater nie eine One-Man-Show ist, sondern dass wirklich alles zu dem entsprechenden Zeitpunkt live zusammenkommen muss. Und zwar, dass da eben nicht nur die Akteure auf der Bühne, die man sieht, sondern die Menschen, und das sind viel, viel mehr hinter der Bühne, dass die mitgenommen werden müssen, dass es passen muss, die Requisiten, das Licht zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Das heißt, dieses künstlerische Gefühl, auch die Funktionen, die Bedeutung der einzelnen Bereiche und Funktionen intensiver zu erleben, nicht nur von der Theorie, sondern definitiv eben von der Praxis her. Und da eben das Verständnis auch für diese lieben Kolleginnen und Kollegen mit ihren speziellen Aufgaben auch zu haben und da auch eine völlige Faszination, etwas Besonderes zu basteln und das zu ermöglichen. Und ich glaube, was man heute auch über dich sagen kann, wie ich dich kenne, hohe Verlässlichkeit. Man muss sich immer im Team auf den anderen zu 100% verlassen können. Das ist die Hauptlehre aus so einer, auch einer Amateurproduktion fürs Professionelle. Die Einsätze müssen passen. Das Stichwort muss kommen. Und und das ist eben miteinander etwas entwickeln, etwas proben, etwas einstudieren, vielleicht auch wieder verwerfen. Auch im Laienbereich findet das ganz viel statt. Um dann nachher ein Gemeinschaftserlebnis zu haben, was einen aus meiner Sicht eben trägt und was
auch etwas, ein, nicht nur Applaus, so sage ich jetzt einfach mal, für die Seele bei einem Künstler oder bei einem Theatermenschen hinterlässt, sondern dann eben auch noch viel, viel mehr darüber hinaus, ich will es nicht überkandideln, aber so ein gewisser das Gefühl für einen, das ist der Sinn des Lebens an der Stelle, was kann ich denn weitergeben, auch transportieren, das kommt doch da immer, das kann ich immer nur jedem empfehlen, sich selbst da auszuprobieren und das eben dann auch zu verstehen. In der Martin-Wacker-Show dreht sich alles ums Theater, alles Theater ist nur Theater, Theater ist Leben, das ist das, was die Menschen, die auf der Bühne stehen, spüren und du hast es gerade eben selbst geschildert, aus dem Hobby den Beruf machen, im Laienbereich das zu lernen, was die Profis auch brauchen und einen hohen Respekt auch vor der Leistung zu haben. Was mir auch auffällt bei dir ist, glaube ich, das Verständnis fürs kleinste Rädchen im großen Betrieb, denn das Staatstheater hat unglaublich viele Mitarbeitende. Wie viel seid ihr insgesamt? Ja, wir sind doch ungefähr 730. 730, aus allen Bereichen, wenn man da durchläuft. Was viele ja nicht wissen, also vom Schuhmacher bis also alles da, also auch diese ganzen handwerklichen Abteilungen. Beschreib uns mal diesen Wirbelbetrieb, der da vorherrscht. Also ich finde es auch immer wieder faszinierend, weil wir haben tatsächlich an die 100 unterschiedlichen Berufe Wahnsinn. Unter diesem Dach. Mhm. Und ja, da kommt es eben vom Kartenverkauf, Marketing, Einlassservice etc. bis eben hin zur Produktion, Werkstätten, Schneiderei, Schlosserei, Schreinerei, Requisitenabteilung, Waffenmeisterei, gibt es natürlich auch in der Weise. Und also ich könnte jetzt ganz, ganz viele in der Weise aufzählen, bis eben zu den künstlerischen Gewerken, die Musiker, die SängerInnen, die SchauspielerInnen und der ganze Verwaltungsapparat. Mhm. Das braucht es eben. Und eben neben schon, ich habe ein bisschen angefangen mit der Technik. Also es sind einfach wahnsinnig viele, die da mitwirken, damit das zusammen funktionieren kann. Und also beginnt ja, wenn der Inspizient, spezieller Theaterberuf in der Richtung, das Zeichen gibt, Saaleinlass, wann kommt das Kommando, es geht wirklich der Vorhang hoch, ja, wo geht das alles zusammen, die Beleuchtung, müssen die Cues in der Weise eben haben, Ton-Video muss passen, je nachdem, bei welchen Produktion es dabei ist und bis nachher dann während der Vorstellung irgendjemand aufs Kostüm tritt und dann das Ding zerrissen ist und ab hinter der Bühne dann die Gewandmeister stehen, wo man diejenigen, die den Abenddienst machen und das dann flicken müssen und so weiter. Die vielen Helferlein. Es ist wie eine kleine Stadt und du bist eigentlich der Bürgermeister. Kann man das so richtig beschreiben? Kann man ein bisschen so, das kann man ein bisschen so sagen. Und was mich auch dann wirklich fasziniert, große Oper, wenn aber der Schuh der Opernsängerin nicht richtig ist und sie knickt um, ist die beste Oper nichts. Also das finde ich so toll. Das kleinste Rädchen ist wichtig. Ich glaube, das lebst du auch selbst, wie du mit den Menschen umgehst, oder? Ja, also das ist mir auch wichtig, also auch man lernt jedes Mal, also ich sage jetzt nicht jeden Tag, weil ich von der Bühne ein bisschen entfernt bin, aber jede Woche auf jeden Fall irgendwie wieder was Neues und gerade eben auch über Abteilungen, aha, so funktioniert das dann bei uns, also am Staatstheater Nürnberg war ich damals viel gewohnt, viel näher auch mit dran, aber jedes Haus funktioniert dann doch in manchen Aufgaben und Abläufen ein bisschen anders und das ist auch das Spannende. Also das ist das, was mir richtig Spaß macht. Wir haben so viele verschiedene Abteilungen, so viele unterschiedliche Menschen. Die Integrationsbeauftragte der Stadt Karlsruhe hat letztens gesagt, ihr seid wahrscheinlich der diverseste Betrieb in Karlsruhe mit auch Beschäftigten aus über, glaube 46, 47 Nationen. Das ist was Tolles. Da ist jeden Tag irgendwo eine neue Herausforderung. Mhm. Manchmal ist es auch extrem anstrengend, ganz klar. Aber auch dieses ist eine Herausforderung, die es zu meistern gilt, mit den unterschiedlichen Charaktere der Menschen eben auch, die dort eben zusammenkommen und für ein Ziel arbeiten. Und wenn das gelingt, dann ist es ein Gemeinschaftserlebnis, was einfach unschätzbar ist. So, die Soufflöse und die Textkarten fliegen weg. Jetzt kommen die Fragen aus der Redaktion. Johannes, entweder oder, du darfst die Frage ziehen, mir geben und dann musst du dich für eine Antwort entscheiden. Bitte, wühle durch, überreich mir deine persönliche Frage. Der Partner sagt, so ist Woche, ich kann nichts dafür. Johannes, lieber fliegen können oder unter Wasser atmen? Unter Wasser atmen. Oh, du bist ja für die dabei. Du bist zum ersten Mal, dass jemand unter Wasser atmen möchte, aber sehr schön. Deine zweite. Warum wir schwimmen? Ich finde das total. Und Schildkröten. Also es gibt zwei Indizien für diese Antwort in dieser Sendung. Johannes, deine zweite Frage: entweder oder als Frau oder als Mann wiedergeboren werden. Der Klassiker. Was sagst du?
Ich würde es mal als Frau vielleicht tatsächlich versuchen. Mal die andere Position. Einfach also. Mal, genau, andere Perspektive. Das ist ja auch Teil meines Jobs immer wieder. Das Badische Staatstheater ist zu Gast oder Johannes Graf Hauer. Wir sprechen auch noch über die neue Spielzeit. Aber wir sprechen jetzt über was du gerade schon beschrieben hast. Ich habe dich Bürgermeister genannt mit über 57 Menschen. Aus, was hast du gesagt, fast 50 Nationen. Ja. Ne? Das Theater wäre nicht möglich ohne Menschen, die von überall nach Karlsruhe gekommen sind, ohne unterschiedliche Nationen, Hintergründe. Auch Diversität spielt bei euch eine Rolle. Und deswegen bist du auch mit dem Staatstheater beim Bündnis für Demokratie und Menschenrechte sehr engagiert. War das eine ganz bewusste Entscheidung, mit die Flagge zu hissen? Ja, es war eine ganz bewusste Entscheidung, gerade nach den Enthüllungen von Korrektiv, da auch wirklich aufzustehen. Und vor allem das ganz Wichtige an der Stelle, man steht immer gerne irgendwo auf und ich bin da dagegen, dort dagegen, aber das für das in den Mittelpunkt zu stellen, das ist das Entscheidende. Und ich sage jetzt einfach mal, im Theater, alle arbeiten für den Erfolg auf der Bühne, für die Aufführung. Und dieses für stärker zu betonen, ich glaube, das braucht es manchmal in unserer Gesellschaft auch grundsätzlich. Und dementsprechend auch für Demokratie und Menschenrechte. Wir haben so viele unterschiedliche Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem Betrieb. Dementsprechend diese umarmen wir und das wollen wir auch, das wollen wir auch als Betrieb ganz bewusst entsprechend auch unseres Leitbildes, das wir uns vor einem Jahr dann auch gegeben haben, stark machen und dementsprechend uns engagieren. Das tun wir ja auch bereits und das macht auch großen Spaß an der Stelle. Johannes Graf Hauber, Badische Staatstheater, präsent in der Stadt, präsent auch nicht nur im Theater, sondern auch in der Stadtgesellschaft. Ihr engagiert euch sehr. Eine Sache steht kurz vor der Tür. Ihr seid auch in der Günter-Klotz-Anlage beim Fest dabei, am Festsonntag mal wieder die Badische Staatskapelle. Eigentlich ja außerhalb vom Spielplan sozusagen. Ne? Eigentlich außerhalb vom Spielplan und trotzdem hat es eine große Bedeutung. Mhm. Am 21. Juli in der Günter-Klotz-Anlage ab 10 Uhr und wir machen das gerne, wir gehen gerne raus und die Staatskapelle freut sich auch schon riesig darauf und das ist was ganz Besonderes, denn das ist der letzte Tag der Spielzeit auch für uns. Ah. Am Abend haben wir die letzte Vorstellung der Spielzeit und es endet an diesem Tag auch die Interimsintendanz von Herrn Dr. Peters und er wird übergeben an seinen Nachfolger Christian Firmbach. Beide werden auch beim Classic Open Air da sein und ich glaube, da kann man richtig viel tolle Musik mit dem Generalmusikdirektor und eben den beiden Intendanten, mich jetzt da jetzt nicht mitgezählt, ich schaue dazu eher, kann man da auf jeden Fall erleben. Also historisches Classic Open Air sozusagen mit Staffelstabübergabe und es gibt noch Restkarten im Vorverkauf für dieses tolle Konzert. Gleich mehr mit Johannes Graf Hauber. Die Martin-Wacker-Show mit einem der schönsten Radio-Quiz-Spiele überhaupt in Deutschland. Heute spielen wir es mit unserem Promi-Gast. Hier ist Johannes Graf Hauber in Stadt, Land, Quatsch. Ist er ein Mann des Wortes auch? Wortgewandt? Stand selbst auf der Bühne? Und kannst dir dein großes Büro im Staatstheater diese wunderbare neue Wettertasse gewinnen? Also ich hoffe, Motivation ist da. Motivation passt. 30 Sekunden, wenn du was nicht weißt, lieber weitersagen. Und 5 Begriffe in 30 Sekunden müssen sein. Ich habe das schöne F für dich ausgesucht. Und wir starten mit der Stadt. Frankfurt. Ein Land. Frankreich. Etwas zu essen. Frikadellen. Was ist typisch 80er mit F? Fokuhila. Ja, sehr gut. Ein Schimpfwort mit F. Fotzdrogge. Ein Tier. Fisch. Ein Körperteil. Fuß, ja klar, logisch. Eine schöne Urlaubserinnerung. Fotos. Ja. Sehr gut. Ich muss einen abziehen. Lieber Johannes, Fokuhila kommt ja von vorne kurz hinten lang. Und vorne schreibt man mit tatsächlich V. mit V. Aber es waren trotzdem noch genug richtige. Wie viel haben wir denn? Mit Abzug 7. 7 richtige mit Abzug. Alter, hervorragend. Die Tasse ist ja fast doppelt gewonnen. Was war das? Furztrocke. Furztrocke. Ah, mir, da ist Schimpfwort noch. Danach ist mir noch was anderes eingefallen. Aber Schimpfwort ist es ja nicht so richtig. Fischkopf.
Fischkopf. Ah, Fischkopf. Ist er, ja. Aber Furztrogge? Furztrogge, ich dachte, ein bisschen Lokalkolorit. Ja. Hat mir gefallen. Das war. Steitas. In der Martin-Wacker-Show ist die rote Tasse mal wieder gewonnen von Johannes Graf Hauber. Steht demnächst in seinem Büro im Badischen Staatstheater. Johannes, Badisches Staatstheater heißt für Karlsruhe unglaublich viele Zukunftspläne. Ein Riesenprojekt ist gestartet und man kann eigentlich bei der OP im offenen Herzen zuschauen. Nimm uns mal mit so in den Zwischenstand. Wo steht ihr gerade in eurer großen Umbauphase? Wir haben ein Achtel geschafft, so könnte man es ungefähr nennen. Das Bauprojekt ist für über 14 Jahre geplant, von 2022 bis 2034 in drei Modulen. Mhm. Und im Moment gerade läuft Modul 1 eben, 1, 2, 3. Das ist eben der Bau des neuen kleinen Hauses. Mhm. Und das Interessante an der Stelle ist, also es ist richtig weit, man kann ja sehen, das dritte Stockwerk steht schon im Rohbau. Mhm. Und danach kommt der Ausbau, der dauert natürlich noch eine ganze Weile bis 2027. Und wir spielen aber, deswegen stimmt es mit OPM im offenen Herzen schon ein Stück weit, wir spielen nämlich weiterhin im bisherigen kleinen Haus, nämlich hinter der Abbruchwand, der ehemaligen Abbruchwand, befindet sich noch das kleine Haus und das kann man über andere Wege erreichen und wir spielen wirklich Vollbetrieb auf allen drei Spielstätten, großes Haus, kleines Haus und Studio. Und zudem noch in der Insel an unserem Außenstandort in der Karlstraße. Also Spielbetrieb ist gewährleistet, ich habe dich vorhin Bürgermeister genannt, bist auch kaufmännischer Direktor und jetzt würde ich noch sagen, bist du auch ein bisschen Baumanager noch zusätzlich, weil es ist doch eine riesen Herausforderung. Das wird man ein Stück weit, ich sage jetzt mal, Assistent vielleicht an der Stelle. Denn Bauherr ist das Land Baden-Württemberg, also über Vermögen und Bau vom Finanzministerium, aber natürlich eben mit dem Fachministerium MWK unsererseits, der Stadt Karlsruhe als 50% Finanzier. Und an der Stelle sind wir immer wieder, gerade wenn es um die Betriebsabläufe und für das, was es in der Ausgestaltung zukünftig braucht, da sind wir natürlich intensiv eingebunden, direkt mit den entsprechenden Firmen, jetzt weniger in der Ausführung und somit sind wir nicht Bauherr, aber na ganz klar, auch mit der Gewährleistungsphase, wenn wir uns das angucken, 2034 in 10 Jahren, es gibt noch eine Gewährleistungsphase, also auch wiederum in 12 Jahren hoffen wir, dass alles richtig und gut funktioniert und dementsprechend, ja, da ist ja viel, viel, viel zu tun und auf Änderungen auch immer wieder sich da einzustellen, das gehört dazu und daher ja, ist es so spannend wie ein Theaterbetrieb. Johannes Graf Hauber vom Badischen Staatstheater, bleiben wir am Bau. Gucken wir mal in die Zukunft. Ihr spielt weiter. Ich war oft bei euch auch in der Bauphase. Wunderbar, läuft alles. Man gewöhnt sich auch an die neuen Wege. Aber das Konzept des neuen Badischen Staatstheater heißt ja Staatstheater plus mehr als nur ein Theater. Nimm uns da mit in die Zukunft. Ja, es ist so konzipiert, wirklich ein dritter Ort zu werden. Also wo man nicht nur hingeht, um heute Abend ins Theater zu gehen oder heute Mittag oder wie auch immer, sondern einen Ort für Karlsruhe, für die Stadtgesellschaft zu schaffen. Da gehört der Vorplatz auch mit dazu, ins Freie da zu gehen, aber dementsprechend auch die Foyers daher zu öffnen. So weit wie möglich an der Stelle, um da, ja, da kommt es auf die Aufenthaltsqualität natürlich dann auch an. Und wir hoffen, dass wir das schaffen können, ganz viel mit ja, eben auch nach draußen gehen, und mit dem Vorplatz, der dann auch neu gestaltet werden wird. Und dafür gibt es schon die ganz konkreten Pläne. Das ist natürlich eben ein Stück-für-Stück-Prozess, welche Bauabschnitte wir dann haben. Wir werden dann in einen Verwaltungs- bzw. Probenapparat gehen bei Modul 2. Und dann geht man eigentlich erst in die Mitte. Modul 3 von 2028 bis 2034 wird das große Haus und alles, was da drumherum ist, das sind ja unglaublich viele Räume, die werden da dann general saniert bzw. dann eben auch umgestaltet. Und am Schluss kommt hoffentlich ein schönes, glänzendes Dach sozusagen darüber und verkörpert dann auch, was sich darunter alles findet. Und dort, ja, hoffen wir, dass wir ein neuer zentraler Punkt für Karlsruhe werden, ein dritter Ort und nicht nur für Karlsruhe, sondern eigentlich eben für die ganze Region, der die Menschen aus der ganzen Region letztendlich anzieht, hierher zu kommen, um sich an den verschiedenen Orten in Karlsruhe aufzuhalten. Und das soll ein gesetzter Ort eben werden. Badisches Staatstheater, Hermann-Levy-Platz 1. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs, könnten noch viel erzählen, aber ich will eine Sache noch ansprechen. Du hast in Nürnberg vor allem auch Sonderprojekte betreut, unter anderem einen großen Opernball.
Den gab es ja lange in Karlsruhe jetzt nicht mehr, aber man hat mir geflüstert, das Thema Ball könnte wieder ein Thema werden. Gibt es da Neuigkeiten? Ich kann es mal so weit sagen, am Badischen Staatstheater aufgrund des großen Umbauprojekts kriegen wir das dort nicht hin. Allerdings für das Jahr 2025 als Partner kann sich das Badische Staatstheater gut vorstellen, an einem Ballformat mitzumachen. Mhm. Ich war erst kürzlich, habe mal wieder einen Opernball besucht und dort meinen alten Frack, der noch passt, angezogen, um mir da Inspiration zu holen für 2025. Ja, anlässlich 200 Jahre KIT. Das ist, glaube ich, ein guter Anlass, um da vielleicht im Herbst, wenn die Ballsaison losgeht, einen großen Ball in Karlsruhe mal wieder zu haben. Und da beteiligt sich das Badische Staatstheater liebend gerne. Demnächst mehr dazu. War ein kleiner Spoiler. Johannes, alles Gute für die Zukunft. Grüß die vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich alles hier schätze. Und alles Gute fürs Haus. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Danke dir für deine. Nächste Woche gibt es auch wieder eine große Bühne. Die ist allerdings Open Air. Maximilian Tüg ist bei uns. Er kommt aus dem schönen Oetichheim. Da ist die größte Freilichtbühne Deutschlands und immer ein fantastisches Programm. Und wir werden erfahren, was in diesem Sommer Open Air dort geboten wird. Euch noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.